Hallo, herzlich willkommen hier zu unserem Geburtstagskaffee. Wir feiern nämlich heute den Geburtstag der Kirche. Ja, und da geht es der Kirche leider wie vielen anderen Jubilaren in diesem besonderen Jahr, dass nämlich gar nicht so viele Gäste gekommen sind oder eingeladen werden konnten, wie man das eigentlich jetzt gerne gewollt hätte an so einem besonderen Tag. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber wir wollen trotzdem das Beste daraus machen und wir erinnern uns erstmal, warum feiert die Kirche eigentlich ausgerechnet heute Geburtstag? Ja, an Pfingsten. Damals hat sich nämlich die Kirche gegründet. Gott hat den Menschen, die damals zusammengekommen sind, den Heiligen Geist dagelassen. Also anders als bei einem normalen Geburtstag ist es nicht so, dass das Geburtstagskind etwas geschenkt bekommen hat, sondern dass tatsächlich ein Geschenk an die Gäste gegeben wurde, nämlich der Heilige Geist, und damit wurde die Gemeinschaft der Kirche konstituiert und gegründet. Ich meine, ist ja eigentlich eine tolle Sache, dass Gott da selber für gesorgt hat, dass der Geburtstag der Kirche dann gefeiert wurde und gleich noch was mitgegeben hat, nämlich den Grundstein, warum Kirche heute überhaupt noch existiert, mit diesem Heiligen Geist, der die Menschen eben miteinander verbunden hat und auch heute noch verbindet. Und das haben wir und erleben wir immer noch an ganz, ganz vielen Punkten, dass wir nämlich untereinander verbunden sind durch Gottes Geist, der uns Kraft gibt in diesen Tagen. Und wir freuen uns, wenn wir dann bald wieder hier mit ganz vielen Menschen gemeinsam feiern können. Genau, eine Sache, die können wir aber jetzt schon mitmachen, weil der Heilige Geist, der macht keine Corona-Pause, sondern der ist weiter unterwegs und verbindet uns und er fordert uns aber auch dazu auf, nämlich Kirche weiter zu denken. Kirche existiert ja nicht alleine durch sich selbst, sondern Gott ist da aktiv, Gott ist im Heiligen Geist aktiv, aber Gott ist eben auch mit diesem Heiligen Geist in uns aktiv. Und deswegen können wir vielleicht doch noch dieser Kirche, also unserer Gemeinschaft selbst, auch an ihrem Geburtstag gute Wünsche mit auf den Weg geben. Was wünschen wir also unserer Gemeinschaft, was wünschen wir der Kirche zu ihrem Geburtstag an Pfingsten? Was wünschst du der Kirche denn? Ich wünsche ihr, dass sie bei allen Herausforderungen ihren Humor nicht verliert. Ja, und Kirche und Lachen ist ja so ein Thema, ne? Ich wünsche der Kirche, dass, es gibt viele Herausforderungen, das spüren wir immer wieder, dass die Kirche auch den Blick nicht nur auf sich selbst richtet, sondern auch auf die Welt. Also es passiert einfach vieles und Kirche muss in der Welt bleiben und einfach im Blick behalten, dass die Bedürfnisse der Menschen sich ein bisschen geändert haben. Und einfach, Kirche ist nicht mehr die Kirche, die wir vor 2000 Jahren hatten. Und darum, Kirche muss sich auch weiterhin auf die Bedürfnisse von den Menschen heute einstellen. Das finde ich wichtig. Was wünschst du, was wünscht ihr der Kirche an ihrem Geburtstag zu Pfingsten? Wenn ihr möchtet, dann schreibt doch einfach unter dieses Video euren Wunsch an die Kirche zum Geburtstag. Und ja, da sind wir gespannt, was da so rauskommt. Genau, und abonniert natürlich auch gerne unseren Kanal, wenn ihr weitererleben wollt, was außerhalb des Geburtstags der Kirche hier so passiert. Genau, wir haben jetzt noch ganz viel vor. Einmal hier. Genau, wir gehen jetzt zum Topfschlagen, machen das Beste aus diesem Tag und wünschen euch ein ganz schönes Pfingstfest. In diesem Sinne, viel Spaß und Freude und bis bald. Genau.